Heute bauen wir einen richtig coolen Button-Wiggle-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute bauen wir mit JavaScript und CSS bzw. mit dem Preprocessor SAS einen sogenannten Wiggle-Effekt auf einen Button. Also wir drücken auf einen Button und der fängt dann an, so ein bisschen zu wackeln. Und das signalisiert dem Nutzer, es ist etwas falsch, er darf das nicht oder etwas in dieser Richtung. Und es ist ein kleines nützliches Nutzerfeedback, was nicht wirklich schwer ist einzubauen und was aber wirklich cool ist für den Nutzer. Prinzipiell, wenn ihr Fragen, Probleme habt, unten in der Videobeschreibung, ganz oben ist der Link zu Discord. Wie immer, joint der Community, sagt Hallo, tauscht euch mit anderen aus, stellt Fragen, beantwortet Fragen. Und ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß, auf geht's. So, los geht's mit unserer kleinen Live-Demo. Wie immer findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung auf CodePen, da könnt ihr das alles ausprobieren. Aber was machen wir? Wir haben hier einen 0815-Button und wenn ich auf diesen Button draufdrücke, dann macht er so eine kleine Wiggle-Animation. Das kann man endlos machen, also wir können hier ganz oft draufdrücken und das Ganze signalisiert dem Nutzer, dass etwas falsch ist, dass etwas nicht geklappt hat oder dass er nicht auf diesen Button drücken darf. Es ist eine kleine Micro-Interaction, die nicht wirklich aufwendig ist, die aber wie gesagt eurem Interface schon etwas bringt. So, wie immer seht ihr hier an der linken Seite Visual Studio Code und an der rechten Seite aktuell Chrome. Prinzipiell ist das meine Standardentwicklungsumgebung, diese seht ihr hier, das sind jede Menge Dateien. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber relativ unwichtig für dieses Tutorial, sondern wir brauchen hier nur eine Index.html, wir brauchen eine SAS-Datei, also eine CSS-Datei und eine main.js-Datei, damit wir einfach JavaScript schreiben können. Mehr brauchen wir hier nicht und mit HTML legen wir jetzt los. Viel Spaß! So, das erste, was wir natürlich machen müssen, wenn wir einen Button animieren wollen, wir brauchen einen Button, diesen definieren wir uns jetzt mit einer ID namens Wiggle. So können wir das Ganze ganz einfach aufrufen und wir brauchen auch hier drin ein Label, deswegen sage ich jetzt einfach Wigglet. Das Ganze speichern wir jetzt ab und wir haben jetzt hier unseren Button erzeugt. Das war jetzt nicht wirklich schwer und jetzt kommt der CSS-Part. Dieser ist auch nicht wirklich umfangreich, aber damit legen wir jetzt los. So, das erste, was wir in CSS machen, ist, wir rufen unsere ID auf. Unsere ID bekommt jetzt von uns einmal eine Schriftgröße, weil unser Button soll einfach eine Schrift haben, in unserem Fall 2 Rem. Außerdem sagen wir eine Background Color, also Background und dann hier unten Color. Und ich sage hier, ich möchte mein CI Red verwenden, das ist dieser Magenta-Ton. Dann sagen wir, Border wollen wir nicht haben, also unser Button braucht keine Border, wir haben ein Border Radius. Da sage ich einfach ein Rem und ein Innenabstand, ein sogenanntes Padding in jede Richtung, also oben, links, rechts, unten, quasi einfach von 2 Rem. Und wir wollen die Schriftfarbe, also die Color der Schrift verwalten und das machen wir einfach White. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, ist unser Button schon mal gar nicht schlecht, bis auf das wir hier oben Border falsch geschrieben haben. Das machen wir noch einmal richtig, jetzt haben wir einen wunderbaren Button. Natürlich braucht ein Button noch einen Cursor-Pointer, damit, wenn wir mit der Maus hier rübergehen, die Maus auch zu einem Cursor wird, also zu so einem Pointer, sich quasi verändert. Das nächste, was wir machen, ist ein Trick, den wir jetzt auf diesem Channel schon unzählige Male verwendet haben. Und zwar, wenn wir einen Button, also hier drauf eine Animation abspielen wollen, dann machen wir das über eine Klasse. Also wir sagen hier und, Punkt und sagen hier Wiggle. Diese Klasse werden wir später mit JavaScript setzen und diese Klasse verteilt uns quasi eine Animation. Diese Animation braucht einen Namen, wir nennen die Animation gleich Wiggle. Die Dauer ist für 150 Millisekunden und sie soll infinite gehen. Also sie geht quasi so lange, wie wir diese Klasse auf unserem Button lassen. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, würde nichts passieren, weil unsere Wiggle-Animation noch nicht existiert. Das machen wir über Keyframes und hier sagen wir, Wiggle heißt unsere Keyframe-Animation und diese hat einige verschiedene Keys quasi. Einmal bei 20% machen wir einen Stop, dann machen wir hier unten bei 40% nochmal einen Stop, dann nochmal einen bei 60%. Und wenn man jetzt logisch nachdenkt, natürlich noch einen, ups, das wollte ich nicht, bei 80 und dann machen wir noch einen bei 100%. Und was animieren wir hier? Das erste, was wir hier oben animieren, ist einfach, wir sagen Transform und sagen hier Translate und sagen 0,0 und wir sagen hier auch Rotate und hier einfach 0 Degree. Das Ganze kopieren wir uns jetzt und zwar nicht nur einmal, sondern natürlich jedes dieser Felder bekommt quasi einmal diesen Animationsbefehl und wir wollen jetzt hier so eine Wiggle-Animation machen, die soll ein bisschen nach Zufall aussehen. Was heißt, direkt beim ersten gehen wir einfach mal 4 Pixel auf der Achse rüber und machen mal auch ein bisschen Rotate, minus 2 Degree. Das nächste macht, also wenn wir dann quasi den nächsten Keyframe haben, sagen wir, wir gehen jetzt exakt in die andere Richtung und zwar minus 8 Pixel. Also wir gehen nochmal ein ganzes Stück in die andere Richtung und sagen hier nicht minus 2, sondern 5 Degree.
Das nächste, was wir machen bei 60, wir gehen wieder ein bisschen in die andere Richtung. Also sagen wir hier 8 Pixel in die Richtung und sagen hier, wir animieren in die andere Richtung, also minus 5 Degree. Hier gehen wir jetzt wieder zurück mit minus 4 Pixel und hier auch auf 2 Degree und am Ende wollen wir wieder so sein wie am Anfang. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment, wie ihr seht, passiert nichts. Wenn ich jetzt allerdings diese Klasse nehme und in unseren HTML-Bereich reingehe und hier unsere Klasse setze und das Ganze abspeichere, dann seht ihr, es wiggelt einfach permanent. Aber der Effekt sieht schon mal so aus, wie wir uns das vorstellen. Jetzt müssen wir uns nur darum kümmern, wie wir diese Klasse dynamisch daran kleben können, quasi mit JavaScript. So, das erste, was wir machen in JavaScript ist, wir definieren uns eine Variable namens Wiggle und dann Button. Diese Variable bekommt eine Zuweisung über den Query Selector und hier greifen wir in unserem DOM einfach auf unsere ID Wiggle zu und damit hat jetzt unsere Variable Wiggle Button einfach dieses Element, also unseren Wiggle Button in sich und wir können das damit steuern. Außerdem brauchen wir eine Klasse, die wir ja gerade schon definiert haben, nämlich die Wiggle Class und das ist einfach Wiggle. So. Das Ganze speichern wir jetzt ab und erstmal passiert hier gar nichts, weil wir brauchen insgesamt drei Funktionen. Einmal run wiggle, das ist eine leere Funktion, das Ganze kopieren wir uns jetzt zweimal und sagen hier start wiggle und end wiggle. Und warum mache ich das mit start und end? Das werde ich gleich noch erklären, das hat nämlich einen Grund, aber prinzipiell müssen wir jetzt erstmal unsere Funktion an sich starten und das machen wir über einen Event-Listener. Wenn wir auf unseren Button klicken, dann wollen wir runWiggle ausführen. Mehr machen wir hier gar nicht. Wir führen einfach nur unsere Funktion runWiggle hier oben aus. Hier machen wir mal ein bisschen Abstand rein. Prinzipiell das Erste, was wir tun, ist, wir starten in unserer runWiggle-Funktion einfach erstmal unseren Effekt und starten aber gleichzeitig auch einen Set-Timeout. Also wir wollen nach einer gewissen Zeit etwas tun in JavaScript, in unserem Fall nach 300 Millisekunden. Warum nach 300 Millisekunden? Weil wir etwa, damit das ein guter Effekt ist, die doppelte Zeit hinzufügen wollen, die unsere Animation dauert, deswegen 300, unsere Animation dauert 150. Ihr könnt das natürlich variieren, je nachdem, wie lange euer Wiggle-Effekt sein soll. Was machen wir, wenn die Zeit abgelaufen ist? In dem Moment wollen wir unseren Wiggle wieder beenden. Man könnte jetzt, wenn man eine Klasse zuweist, hier oben mit der Wiggle-Class, über beispielsweise ClassList. Und dann Toggle und dann den ClassName, in diesem Fall Wiggle, die Klasse hinzufügen und wieder entfernen. Das würde gehen, dann könnte man sich das hier quasi sparen und zum Beispiel hier Toggle Wiggle Class eine Funktion erstellen. Prinzipiell ist das aber nicht so gut, weil wenn wir hier drin sind und ich ganz bestimmt diese Wiggle Class hinzufügen möchte, kann ich jetzt einfach sagen classList.add und dann hier unsere Wiggle Class und ich kann mir, wenn ich diese Funktion aufrufe, sicher sein, dass meine Klasse hinzugefügt wird, was ich nicht sein kann, wenn das Ganze über Toggle gesteuert wird und der Effekt eventuell noch von einem anderen Punkt in eurem Skript angesteuert oder gestartet werden kann. Deswegen ist es immer besser, solche Animationen explizit mit einer Start- und Stop-Funktion zu starten oder wieder zu beenden. Und in dem Moment bei End möchte ich das Ganze hier auch wieder entfernen. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier drauf drücke, funktioniert unser Wiggle-Effekt. Ich kann hier auch ganz häufig drauf drücken. Funktioniert wunderbar. Und man kann das damit wunderbar steuern. Und ihr könnt diesen Effekt überall und ja, quasi jederzeit verwenden. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt. Oder ihr findet dort auch Amazon Affiliate und andere Patenseiten, um diesen Channel zu supporten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.